Ich möchte anfangen mit Fotografie, ich möchte anfangen mit Videografie. Hausi, welche Kamera soll ich mir holen? Die Canon 600D. Gern geschehen und bis zum nächsten Video. Nein, so einfach ist es natürlich nicht. Die Canon 600D ist eine sehr gute Einstiegskamera, aber die Frage zu beantworten, welche die beste Einstiegskamera ist, ist dann doch ein bisschen komplizierter. Es ist übrigens mit Abstand die meistgestellte Frage, die ich bekomme, seit die Leute auf TikTok wissen, dass ich Fotograf bin. Und drum mache ich jetzt auch dieses Video, weil dann brauche ich den Leuten einfach nur noch den Link schicken, sag, schaut euch dieses Video an und ist halt für mich leichter zu antworten. Aber mich zu fragen, welche denn die beste Kamera ist, die ihr euch holen sollt, wäre das gleiche, wenn ihr mich fragt, welches Auto, das ihr euch holen sollt. Hey, welches Budget habt ihr denn? Habt ihr 1000 Euro? Habt ihr 100.000 Euro? Wollt ihr mit eurer fünfköpfigen Familie in den Urlaub fahren? Wollt ihr illegale Straßenrennen gewinnen? Wollt ihr vielleicht Kiesladungen transportieren? Das weiß ich doch nicht. Woher soll ich wissen, welches Auto das Beste für euch ist? Und genauso wenig weiß ich auch, welche die beste Kamera für euch ist. Kameras haben verschiedene Eigenschaften. Die einen Kameras sind sehr gut für Sportfotografie. Die anderen Kameras sind gut für Porträtfotografie. Wieder andere sind sehr gut für Retuschen. Andere sind gut für Architekturfotografie, für den Nachthimmel. Es gibt Actioncams, die ihr euch ans Fahrrad schnallen könnt. Was ihr damit vorhabt, kann ich nicht wissen. Und selbst wenn ihr sagt, ich möchte damit Sportfotografie betreiben, weiß ich trotzdem noch nicht, welche die beste Kamera für euch ist. Vielleicht empfehle ich euch eine, ihr habt aber zierliche kleine Mädchenhände und könnt so eine Riesenkamera gar nicht richtig halten. Kommt nicht richtig an die Knöpfe dran, sie ist euch zu schwer. Also es hängt von sehr vielen Faktoren ab, welche Kamera die beste ist für euch. Vorangesagt sei allerdings, die beste Kamera für euch ist die, die ihr euch holt. Es gibt diesen schlauen Satz, die beste Kamera ist die, die du dabei hast. Und genau so ist es auch. Geht in ein Geschäft, nehmt die Kameras in die Hand, schaut, ob sie gut in der Hand liegen, ob euch das Gewicht gefällt, ob ihr an alle Knöpfe rankommt. An den Kameras selber werdet ihr kaum einen Unterschied merken. Die machen alle sehr gute Fotos. Ihr könnt euch auch eine gebrauchte Kamera holen. Geht in ein Geschäft, probiert sie aus, sagt, ah ja, die Nikon, die fühlt sich gut an, das Menü gefällt mir. Nee, die Sony gefällt mir besser, fühlt sich alles toll an, fühlt sich wertig an. Und dann kauft euch die Kamera gebraucht. Da spricht auch nichts dagegen, wenn die Kamera gut behandelt wurde. Erst wenn ihr eine Kamera habt, wenn ihr viele Monate, Jahre mit der Kamera gearbeitet habt, dann werdet ihr erkennen, was euch an der Kamera fehlt. Ich habe zum Beispiel angefangen mit einer Nikon D5200. Da war es damals so, ich bin in ein Geschäft gegangen, habe sie in die Hand genommen, habe auch eine Canon in die Hand genommen, habe geschaut, wie gefällt mir das Menü. Ja, bei der Nikon hat mir das Menü einfach ein bisschen besser gefallen, ich bin besser an die Knöpfe rangekommen, habe mich dann für eine Nikon 5200 entschieden. Ich habe mit dieser Nikon sehr, sehr lange fotografiert, ich habe bestimmt 2-3 Jahre mit dieser Nikon fotografiert, habe dann angefangen mit Photoshop und bin dann irgendwann an meine Grenzen gestoßen. Und da habe ich aber schon sehr lange mit Photoshop gearbeitet. Meines Erachtens nach war das Problem einfach die zu geringe Pixelanzahl. Wenn ich das Bild in Photoshop weit rangezoomt habe, um irgendwo Retusche zu betreiben oder irgendwas auszubessern, dann war es mir einfach zu verpixelt und dadurch habe ich mir dann eine andere Kamera geholt. Und zwar die Nikon D7200. Das ist diese hier, das ist mittlerweile meine Backup-Kamera. Es ist eine APS-C-Kamera und sie ist wirklich sehr, sehr gut. Ich bin sehr zufrieden mit dieser Kamera. Ich habe sie lange Zeit genutzt, auch als ich schon professionell fotografiert habe. Ich benutze sie heute noch. Auch hier bin ich an einen Punkt gekommen, wo ich mir gesagt habe, nee, ich brauche noch ein bisschen mehr. Und zwar ist das Problem, also ein Problem ist es eigentlich nicht, es ist eine APS-C-Kamera, das heißt, sie hat einen APS-C-Sensor, so wie die meisten Spiegelreflexkameras oder Bridge-Kameras oder Systemkameras. Daran ist auch überhaupt nichts auszusetzen, aber ich fotografiere halt sehr oft Hochzeiten. Und in so einer Kirche ist es stellenweise sehr, sehr dunkel. Ja? Kleine Fenster, stellenweise dann schlechtes Wetter, dann kann es in so einer Kirche wirklich sehr dunkel werden. Und drum habe ich mir gedacht, ich brauche eine Kamera, die etwas lichtstärker ist und habe dann die Nikon D57 gekauft. Das ist eine Vollformatkamera. Das heißt, sie hat einen Vollformatsensor. Der ist schon ein bisschen seltener, ist dann schon eher in der Profiklasse und ist für den Otto-Normalverbraucher absolut nicht notwendig. Durch den größeren Bildsensor kommt natürlich mehr Licht auf den Sensor. Außerdem sind Vollformatsensoren etwas rauschärmer in höheren ISO-Bereichen. Der ISO-Wert sagt aus, wie lichtempfindlich der Sensor ist und ich kann den ISO-Wert erhöhen. Je höher der ISO-Wert, desto weniger Licht muss ich bekommen, um ein normal belichtetes Bild zu bekommen. Allerdings, wenn ich die Empfindlichkeit des Sensors hochstelle, fängt er an zu rauschen. Und Vollformatsensoren rauschen eben nicht so. Beziehungsweise dieser hier jetzt. Das heißt, ich brauche generell schon mal weniger ISO, weil der Sensor größer ist. Und ich habe auch noch weniger Rauschen, wenn ich den ISO hochstelle. Drum habe ich mir damals diese Kamera geholt. Die sind größer, die sind schwerer. Und wie gesagt,
Otto-Normalverbraucher braucht absolut keine Vollformatkamera. Also kommen wir wieder zur ursprünglichen Frage. Welche Kamera soll ich mir als meine erste Kamera holen? Es spielt absolut keine Rolle. Sei es Canon, sei es Nikon, Panasonic, Olympus, wie sie alle heißen, sie machen alle sehr, sehr gute Bilder. Wichtig ist, dass ihr gut mit der Kamera klarkommt, dass ihr ein gutes Handling mit der Kamera habt, dass ihr an die Knöpfe und alles rankommt. An der Bildqualität wird ein Amateur nahezu keinen Unterschied merken. Ich kann jetzt nur aus eigener Erfahrung sprechen, dass ich noch nie einen Kunden hatte, der wohl gesagt hat, oh, ein bisschen mehr Megapixel hätte ich mir da aber schon gewünscht. Ah, der Dynamikumfang reicht mir aber nicht. Ich könnte wahrscheinlich 100 meiner Kunden befragen, habe ich das mit Vollformat oder mit APS-C fotografiert und keiner wird es mir sagen können. Also jede Spiegelreflexkamera oder Systemkamera ab, sagen wir mal gebraucht 200-300 Euro, liefert euch wirklich optimale Bilder. Was viel wichtiger ist, auch für den Einsatzzweck als die Kamera, ist das Objektiv. Leute, spart nicht am Objektiv. Ich würde niemals ein Kit kaufen, ja, das heißt eine Kamera, wo das Objektiv schon dabei ist. Da gibt es bei Canon, Nikon immer so Sets. Diese Kit-Objektive sind sehr, sehr schlecht. Leute, kauft euch die nicht. Die meisten wollen wahrscheinlich Porträtfotografie machen. Dann kauft euch eine 1,8er Festbrennweite. Das sind eben diese Objektive, wo man nicht zoomen kann. Dadurch sind die aber auch sehr günstig. Mit einer 1,8er Blende, wahnsinnig lichtstark. Man hat einen verschwommenen Hintergrund. Ich filme jetzt auch gerade mit einer 1,8er Blende auf einer Sony A6300. Die sind sehr günstig für die Nikon, kostet sie nicht mal 100 Euro. Ich glaube bei Canon auch so in dem Dreh. Und da könnt ihr in der Porträtfotografie absolut nichts falsch machen. Auf welche Kamera ihr dieses Objektiv dann schraubt, ist am Anfang wirklich völlig egal. Wenn ihr irgendwann nach 4-5 Jahren an den Punkt kommt, wo ihr sagt, boah, bei der Retusche, da fehlt es mir noch ein bisschen an Qualität, dann könnt ihr euch immer noch eine andere Kamera holen. Aber da wird sehr viel Zeit ins Land ziehen. Das hier ist zum Beispiel ein 70-200 mit einer 2,8er Blende durchgehend. Das heißt, wenn ich auf 70 mm fotografiere, habe ich eine 2,8er Blende. Auf 200 mm habe ich immer noch eine 2,8er Blende. Dieses Objektiv nennt man auch Hochzeitsobjektiv, weil es eigentlich jeder Hochzeitsfotograf braucht. Der Vorteil ist nämlich, ich kann sehr weit vom Brautpaar wegstehen und kann trotzdem schöne Close-ups machen, wenn zum Beispiel die Ringübergabe ist oder sonstiges. Durch die 2,8er Blende ist es sehr lichtstark, das heißt, ist natürlich auch vorteilhaft, wie vorhin gesagt, in dunklen Kirchen. Es ist eigentlich auch eine gute Sportlinse, ja, weil ihr könnt halt Fußballspieler auch fotografieren, die weit weg sind. Und ihr braucht bei Sport halt einfach eine schnelle Verschlusszeit, ja, weil wenn ihr da mit einer 60stel Sekunde fotografiert, so ein Sportler bewegt sich viel zu schnell und dann ist das Bild verschwommen. Das heißt, ihr müsst mit einer 1000stel Sekunde fotografieren, da braucht ihr sehr viel Licht, ja, beim Fußballspiel zum Beispiel ist ja meistens Sonnenschein und da hilft euch ein lichtstarkes Objektiv auch. Also die Auswahl des richtigen Objektivs ist auf jeden Fall viel, viel wichtiger als die richtige Kamera. Ihr könnt bei der Kamera nichts falsch machen. Passt auf, dass ihr nicht zu viel Geld ausgibt, weil vielleicht ist es ein Hobby, was euch nach einem Jahr schon gar nicht mehr interessiert. Schaut einfach, dass sie gut in der Hand liegt, dass euch das Menü gefällt. Auch ein Punkt, den man vielleicht beachten sollte, was kostet denn der Objektivpark? Gibt es denn Drittanbieter, wie jetzt zum Beispiel bei Nikon und Canon, könnt ihr auch Tamron-Objektive oder Sigma-Objektive kaufen, die in der Regel vielleicht sogar ein bisschen besser und ein bisschen günstiger sind. Da solltet ihr vielleicht auch ein bisschen drauf achten und ansonsten, wie gesagt, die beste Kamera ist die, die ihr dabei habt. Mir hat vor über einem Jahr mal einer geschrieben, dass seine Tochter bald zur Welt kommt und er hätte gerne eine Kamera, mit der er halt schön Videos drehen kann. Dann habe ich gesagt, ja, ich persönlich filme mit der Sony A6300. Hier am Rande bemerkt, bin ich auch wieder an meiner Grenze, weil ich mich gerade nicht sehen kann. Die hat kein Display, den man umklappen kann. Ich hatte eine Zeit lang einen Field-Monitor, das hat mich auch irgendwann gestört. Ich werde jetzt dann wahrscheinlich bald upgraden zur Sony A6400. Aber auch hier war es so, ich habe erst die gekauft, habe sie jetzt 2-3 Jahre genutzt, bin richtig happy damit, komme jetzt an meine Grenzen, hol mir jetzt eine andere Kamera. Auf jeden Fall habe ich ihm diese empfohlen, weil sie ja doch relativ günstig ist. Und jetzt hat er mir wieder geschrieben, hat mir einen Link geschickt und hat gesagt, hey, was hältst du denn von der Kamera? Das war vor über einem Jahr. Damals war seine Frau schwanger, ich weiß nicht in welchem Monat. Lass der erste Monat gewesen sein, dann ist das Kind jetzt trotzdem schon 3-4 Monate alt und er hat nicht ein Video gedreht. Wahrscheinlich mit dem Handy, aber leider nicht mit einer Kamera, weil er sich bis jetzt nicht entscheiden konnte. Und die Kamera, die er mir dann geschickt hat, habe ich auch gesagt, ja, ist auch gut, kannst du auch damit filmen. Es war völlig egal, ob er die nimmt oder die Sony. Also darauf möchte ich hinaus. Überlegt nicht zu lange rum, wenn ihr wirklich Bock habt, da einzusteigen, dann holt euch irgendeine Kamera, geht in ein Geschäft, probiert sie aus. Überlegt gut, welches Objektiv ihr euch dazu holt und dann wünsche ich euch einfach nur sehr, sehr viel Spaß. Es ist ein super tolles Hobby, ich kann es nur jedem nahelegen. Und wenn ihr mehr Tipps zur Fotografie haben wollt, dann folgt einfach diesem Kanal. Falls ihr noch andere Fragen zum Thema
Fotografie habt, dann schreibt es unten in die Kommentare. Ich würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Video.